Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Murder Soul Suspect. So, wir machen uns gleich auf den Weg zum Polizeirevier, wo wir hin müssen, wo die kleine Joy ist. Um irgendein Buch zu holen von ihrer Mutter, soweit ich das weiß. Und ich mich recht erinnere. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Das Foto am Strand ist schwer das Glück, das Julia in mein Leben gebracht hat, in Worte zu fassen. So, jetzt aber auf dem Weg. Aber hier was? Was ist das denn? Ah, Pirat der Piratengeschichte. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Achso, warte. Nee, so nicht. Ach da. So, dann jetzt hier hoch. Und dann kann ich jetzt hier durch, ne? Kann ich nicht, alles klar. Muss man irgendwie hier hochkommen, oder nicht? Ach, alles klar, jetzt aber. So. Hier ist nichts mehr zu enthüllen, oder? Was bin ich hier? Ah, das haben wir schon gesehen, glaube ich, in der letzten Folge. Mit den beiden kann ich gar nichts machen. Nein. Also hier durch nicht. Alles klar. So ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele. Es ist schön, weit weg von all den Problemen der Großstadt zu sein. Hast du noch was zu erzählen? Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Ich würde sagen Tomb Raider, ne? Was haben wir hier? Das ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Rex Gedanken. Rex fühlt sich schuldig, weil er Ronan zu einem Leben als Polizist führte. Als Polizist führt, mein Gott. So, weiter geht's. Wenn sie keine Beziehung will, soll sie es einfach sagen. Irgendwie beobachtet. Tatsache. Und du? Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich
Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. So, dann geht's weiter zum Salem Polizeirevier. Aber die Frage ist nur, wie? Jetzt hier links, oder? Ja, ne? Ich dachte. Was haben wir hier? Dämonen in der Nähe? Nö. Finde ich gut. So, noch 14 zum Aufdecken der Geschichte, weil ich es sowieso nicht finden. Immer dort bleiben, wo es gut beleuchtet ist. Fühlt sich Sterben an. Was haben wir hier? So, noch 13. Polizeirevier müsste hier irgendwo sein. Habt ihr was zu erzählen? Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Ja, das war nicht angenehm. Hey, 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 beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Ah, oh, Brad. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele... Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Okay, grauenvoller Autounfall. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in der Nacht geschah. So, was haben wir denn hier? Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Schottischer Whisky. So, was fehlt jetzt noch? Noch ein Hinweis. Ist das einer? Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Wer ist gefahren? Ich frage jetzt, wo ist diese Tankstellen?
Ah ne, wo ist die Tankstelle? Ja, darum geht's ja nicht, die Quittung. Krieg ich irgendwie eine Karte zufällig? Wer ist gefahren? Ich muss mal wissen, wo die Tankstelle jetzt ist. Ah, hier ist erstmal das Polizeirevier. Ja, machen wir jetzt mal damit weiter. Jupp, betreten. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Ich sollte nachsehen, ob es noch Spuren in meinem Mordfall gibt. Das Vermissten-Poster. Was haben wir hier noch? Recherche zum Glockensymbol. Symbol des Mörders. Das sind die Opfer. Gegenüberstellung des Verdächtigen. 190 cm groß, 95 kg schwer, athletisch. Ethnie? Was ist das denn? Kaukasisch? Augenfarbe blau, immer mit Maske, Kapuze. Noch irgendwas? Ah, mal gucken, was du weißt. Das wüsste ich. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Okay, sonst ist hier gar nichts mehr, wa? Poltergeist? Gedanken. Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Spielen wir mal. Irgendwelche neuen Hinweise in meinem Fall. Ankunft der Leiche in der Leichenhalle. Na, ist glaube ich nicht so wichtig. Todesursache, Obduktion ausstehend. Vorläufige Forensik, keine Fasern, kein verdächtiges Blut-DNA, keine Fingerabdrücke am Tatort.
Okay, ich glaube mal das hier. Polizei findet keine Hinweise. Das war's, glaube ich. Mehr kann ich auch nicht hier machen. Was soll das im Grunde gewesen sein? Ich muss an die Abteilung glauben. Ja, ich glaube, das war's. Er sagt nein. Okay. Aber was denn noch? Hier was? Nee. Ja, Leute, und wie es hier weitergeht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.